So, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, wir machen jetzt endlich mal mit der Story weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Wochen jetzt Sammelfolgen kamen. Ich weiß im Endeffekt nicht wirklich, wie viele es geworden sind. Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen, erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort, bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben. So, Soldat, letztes Gefecht. Diese arme Soldaten, sie hatten keine Ahnung, warum sie hier waren und sie sterben ganz alleine. Ich muss ihnen ein Ende bereiten. Ja. So, damit haben wir dann schon mal das hier. So viel ist es gar nicht mehr tatsächlich. Ich glaube, wir sind auch bald fertig mit dem Spiel oder durch mit dem Spiel. Also, dort hinten ist noch ein Büchlein, das holen wir uns direkt. Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden, also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. Wow, was ein... ja, Idiot. Widme du nah, am Ende ist dein Ehrgeiz mit dir durchgegangen, ja. Der wollte uns hier wirklich alle opfern und so ein Idiot. So. Holen wir erstmal das hier und dann ist hier noch was zum Öffnen. So, den Rest finden wir dann erst später, aber das hier ist hier noch irgendwo in der Nähe. Wow, das hier unten ist auch echt eklig. Ich möchte nicht wissen, was hier alles passiert ist. Okay. Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Das ist eine gute Frage. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir dieses Ding hier aufbekommen. Sieht aus wie eine Falle. Eine sehr unschöne Falle. Okay, na, dann probieren wir doch mal unser Glück. Oder muss ich das da drüben erst wieder zumachen? Ich glaube, das wäre ganz schlau, oder? Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht mehr zu 100%. Aber ich mach's einfach mal. Kann ja nicht schaden. Ich will nicht vorstellen, wie das dort stinkt mit diesen ganzen Leichen und den Blut und den Knochen, das muss ja ekelhaft sein. So. Genau. Und los geht's.
So, jetzt noch mal. Und ich glaube, jetzt muss ich an den Spaß dran springen. Ich muss irgendwie da rauskommen. Halt dich fest! Oder muss ich es runterlassen? Könntest du mal bitte so ein bisschen langschen? Das kann nämlich auch sein, dass ich es einfach runterlassen muss. Muss ich halt irgendwie versuchen, da drauf zu kommen. Erstmal die Frage, wie komme ich da drauf? Ah, ich weiß. Okay, ich habe eine Idee. Ich ziehe es einfach nochmal an und probiere dann, ob ich es hinbekomme. Okay, dann muss ich aber, glaube ich, trotzdem ganz hoch. Aber es funktioniert schon mal irgendwie ein bisschen auf diese Art und Weise, denke ich. Deswegen probiere ich es einfach mal aus. Den Sprung schaffe ich. Ja, sehr schön. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Nope, sie bekommt Sam nicht. So, irgendwo muss hier noch was... Sam. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ja, ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Okay, Hoshi, ein Ende. Hoshi, es wird Schreckliches widerfahren. Ich habe das Gefühl, dass ich dem gleichen Weg folge. Hoffentlich schaffe ich es, genauso tapfer zu sein wie sie. Ja. Reisen. Ja, wir schaffen das schon. So an sich ist es jetzt wirklich nur das eine hier. Und wenn ich jetzt wirklich etwas nicht gefunden haben sollte, dann... Krieg ich das auf? Ach so, das ist einfach das, wo ich hergekommen bin. Okay. Ich habe halt einen kleinen Umweg genommen. Wo muss ich denn eigentlich lang? Dort lang? Nein. Der andere Weg. Okay. So viel dann zum D-Thema. Ganz kurz. Ich glaube nämlich, dass ich bald wieder so ein Typ über den Weg laufe. Deswegen nehme ich mal lieber die Explosionspfeile. Und ich darf unbedingt das Relikt nicht übersehen. Kein Zurück mehr. Das heißt, wir sind jetzt wirklich so gut wie am Ende. Eine Satsuma-Porzellanvase.
Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Okay, cool. Damit haben wir jetzt, glaube ich, hoffentlich alles durch, oder? Was ist da eigentlich an sich? Ich kann ja noch mal ganz kurz ausgucken, aber leider habe ich nicht alle Waffen voll. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so 100%. Hier habe ich 100%, hier habe ich 100%, da habe ich 100%. Da habe ich 100%, hier habe ich 100%. Dort, 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 dort auch, hier. Hier. Na, eigentlich bin ich überall fertig. Das Einzige, was ich halt leider nicht habe, ist meine ganzen Waffen auf 100%. Weil ich denke, das bekomme ich jetzt auch nicht mehr hin. Aber gut, das ist ja jetzt erstmal nicht so. Schalldämpfer brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich könnte hier noch das Ding modifizieren. Oder Trommelmagazin verbessern, das nach. Nee, komm. Wie mache ich das da? Auch schon alle Waffen auf 100%. Naja, gut. Gut, dann würde ich mich aber an dieser Stelle erst einmal von euch verabschieden und wir sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal zur letzten Folge wieder. Die wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger, aber ich denke mal, dann können wir das dann beim nächsten Mal abschließen. Und danach geht es dann auch mit Rise of the Tomb Raider weiter. So, habt es dann eine wunderschöne Zeit und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao.